Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Def 1 2014. Wir sind hier in Monaco, haben hier strahlenden Sonnenschein. Gestern hat es hier noch geschifft wie Hund und heute haben wir hier strahlenden Sonnenschein und die wollen uns tatsächlich mit den Softreifen da rausschicken. Freunde der Nacht, das könnt ihr vergessen. Wir starten mit den harten. Gehen dann auf die weichere Reifenmischung. Und wir fahren 12 Runden von 20, fahren wir auf der harten. Ambitioniert. Bin ich mal gespannt, was das wird. So, Startaufstellung stehen wir ganz hinten. Hätten wir uns eigentlich auch noch ein paar Strafen erlauben können. Hätte auch nie wirklich die Kuh fett gemacht. Weiter hinter geht's ja gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal raus, gucken uns mal an, wer auf Pole Position steht. Ah, hoffentlich nicht Alonso, das würde wehtun. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier ein gutes Rennen fahren. Bin ich wirklich mal gespannt drauf. 20 Runden Monaco, das könnte ein bisschen dauern. Das war die weise Entscheidung, war das jetzt hier noch machen zu wollen. Ja klar, Hamilton steht natürlich wieder vorne. Alonso auf 5, okay. Ferrari tut sich dann hier scheinbar doch ein bisschen schwerer. Und ja, wir steigen hier direkt mal ein. So, wir fahren mit den härteren, die fahren alle mit den weicheren, wir gehen nach innen, bremsen früh, versuchen nicht abgeschossen zu werden, die machen uns hier ganz schön zu. Oh oh, das wird böse. So, aber die vorne scheinen sie schon zu kollidieren. Mit so viel Autos hier durch die Kurven. Der macht ganz schön Kampflinie hier, der Eriksen. Aber wir beschleunigen besser raus, sind neben ihm und sagen Danke. Mach's gut, tschüss, zwei Autos kassiert. Gehen hier nach innen, das ist ganz gefährlich, hier nach innen zu gehen. So, der ist angeschlagen. Wir versuchen jetzt mit harten Reifen so weit nach vorne, wie es geht. Um dann mit den soften Rädern auf den Schlusssprint zu hoffen. So, mein Motor wird zu heiß. Keine gute Entscheidung, hier Benzin nämlich fett zu fahren, wie es aussieht. Wir müssen mal ein bisschen Abstand gewinnen, dass auf der langen Gerade ordentlich der Motor wieder runterkühlt. So, ich versuche ein bisschen... Puh. So, ich versuche hier wirklich mal alles, was ich irgendwie mal über Fahren gelernt habe, hier in eine Waagschale zu werfen. Aber es ist halt Monaco. Wenn du da keine freie Fahrt hast, wie willst du dann nach vorne kommen? Oh oh, wow. Beinahe wäre ich eingeschlagen. Jetzt kommt von hinten Eriksen und will uns ans Leder. So, den beschleunigen wir jetzt hier auf der Geraden vermutlich aus. Ich gehe hier voll über den Curb drüber, weil es einfach die beste Linie ist, die man kriegen kann. Früher war da Reifenstapel und Beton und Leitplanke, nicht Beton, aber so eine Leitplanke hier. Da werden wir da ganz brutal eingeschlagen. Also Setup
Setup passt jetzt ohne Scheiß. Der rutscht hinten kaum noch. Wir haben ein ziemlich stabiles Auto. So, da wegbleiben. Das ist genau das, was ich wollte. Da wieder ran. Wow, wow, wow. Beim Anbremsen das Auto verloren, aber halten können. Alter Falter, ey, das ist hier ein Rennen von allerfeinster Güte. Ja, die müssen eigentlich bald reinkommen, alle miteinander. So in der 6. bis 8. Runde erwarte ich die eigentlich alle. Und wir fahren dann ja weiter. Da haben wir eine Chance, nach vorne zu kommen. Wenn wir dann gut unterwegs sind, können wir da einige Plätze gut machen. Und dann mit weichen Rädern, wenn die auf hart sind, und einem weichen Auto ordentlich Plätze gewinnen. Boah, das ist so ätzend, hier zu fahren. Ohne Witze, ich bin an meinem Limit. So, hier staut sich's wieder. Beim Rausbeschleunigen fahren sie mir wieder weg. So, bin ich jetzt nah genug dran, dass ich meinen Flügel aufmachen darf? Nö. Alter Falter, was ist denn das hier für eine Strecke? Hat der abgekürzt? Der ist da richtig drüber gefahren, oder? Was eine Prozession hier. Hey, ich kann mal Flügel benutzen, das ist cool. Ja, wir sind schon auf Standardbenzin. So, das weichere Heck hilft, dass das Auto weniger ausbricht als noch im Qualifying. Ich habe das Auto echt besser unter Kontrolle, das hilft mir, aber puh. Problem ist, ich komme da einfach nicht, ich kann machen, was ich will, ich komme da nicht vorbei, ich komme nicht neben ihn, um ihn mal auszubremsen irgendwo. Jetzt könnte es gehen. Nee, wieder nicht.
So, der erste kommt rein. Wir dürfen Flügel benutzen. So, der wird jetzt leicht abgehangen. Ja, der hält uns auf, in der Tat. Ich bin langsamer unterwegs, als ich könnte. Oh, und da rutsche ich jetzt wieder. Da, wo ich beschleunigen muss, da rutsche ich dann wieder. Wisst ihr, das ist... Boah. Nervenkrieg hier in der Kolonne zu fahren. Beim Rausbeschleunigen verkackt er mir. Boah. Gerade noch einen Einschlag verhindern können. Er geht mir auf den Sack da vorne, ohne Witz. Ach, Mist. Ja, ich muss rumdrehen. Ich weiß nicht, wie ich rumdrehen soll. Anders. Boah, Mann. Ja, die Räder müssen jetzt erstmal wieder abkühlen. Ich wollte ja eigentlich ein... Scheiß Traktionskontrolle, wirklich. Ohne die hätte ich jetzt einen Turn machen können, aber mit Traktionskontrolle geht kein Turn. Ich habe viel Zeit verloren. Bin schon froh, dass das Auto nicht kaputt ist. Jetzt ist die Hinterachse natürlich instabil. Hinterräder werden stark beansprucht. Boah, Auto! Das Auto macht nicht, was ich will. Ich traue mich nicht mal, um die Kurven zu fahren. Ey! So, ich habe die Bremsen nach vorne gestellt. Geh mir nicht auf den Sack in der Box, ey. Ich bin ja schon am Fighten. Ist alles nicht so wirklich hilfreich hier. Weil ich muss natürlich vom Lenkrad weggreifen, um meine Bremsbalance zu verstellen. Das ist nicht wirklich zielführend. Das bräuchte man eigentlich am Lenkrad. Nichts gegen dich, aber ich will da vorbei, egal wie. Weil du hast schon gewechselt. So, da habe ich mich vorbeigedrückt. Mit aller Gewalt, denn an dem musste ich vorbei, der hat schon gewechselt. Von dem muss ich weg, dass ich vor dem bleibe, wenn ich einen Boxenstopp mache. So. Die Räder haben sich scheinbar auch wieder abgekühlt. Mit Bremse vorne fahre ich ein bisschen besser. Brems. Warum der da in der Kurve immer so komisch rausrutscht, geht mir echt gegen alles, was ich weiß. So, wen haben wir denn da? Chilton. Das Problem ist, die haben alle gewechselt. Ja, der ist jetzt vor mir und hat schon gewechselt. Das geht mir auf den Keks.
Der gewinnt auf mich 20 Sekunden, wenn ich nicht an dem vorbeikomme. Ich press mich da rein. Boah, Chilton. Boah, oh, danke. Die werden nicht bestraft, ne? Boah, das ist nervig, mit Ferrari da hinten rumzufahren und hängen zu bleiben die ganze Zeit. Geht noch einen Sack. Ja, ich bin immer schneller als das Auto vor uns. Ich komme trotzdem nicht vorbei. Und meine Räder geben langsam auf. Wird ja überrundet vom Alonso, ey. Das ist ja nervig hier ohne Ende. Ja, schlechte Startposition in Monaco, ne? Alte Regel. Wer in Monaco hinten steht, der hat verloren. Der Verkehr frisst ihn auf. Die Räder sind fertig, ich beschleunige nicht mehr. Der rutscht im Heckbereich, das ist unglaublich. Beschleunigt auch nicht mehr. Alle Räder sind alle. So, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Jetzt in dieser Runde reinzukommen, dann freie Fahrt zu haben, weiche Räder zu haben, ranzukommen und dann vorbeizufahren. Aber es ist... Bumm, ja, bumm, bumm. Geh doch rum. Oh Mann, ey, das geht mir auf den Sack. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Räder. Die Räder sind alle. Mir rutscht's Heck rum. Jetzt schleiche ich in die Box, das war's. Das Rennen können wir abdanken. Ist verschenkt. Ging mit einem beschissenen Kack-Regen-Qualifying los. Was die Startposition schon praktisch vernichtet hat. Und zwei Dreher da oben in dieser scheiß Kurve, schon, wenn ich die so benenne, aber als... Da hast du halt keine Chance mehr. So, das nächste, was kommt, sind blaue Flaggen oder ein totaler Einschlag. Den vergesse ich garantiert nicht mit einem roten Frontflügel. Wenn ich denn noch in der Box ankomme. So, mach hin. Weiche Räder. Oder lasse ich sie vorne? Nee, ich lasse vorne. So, ich werde gerade kräftig überrundet von Alonso und Co. Das motiviert, das Auto abzustellen. Ich jetzt noch blaue Flaggen kriege und mich dann einer über den Haufen fährt. Ihr mich auch. Wann soll er kommen?
Soll ich jetzt alle da vorbeilassen? Ist das euer Ernst? Ich kann noch parken. Komm, ich fahre in die Box, stell's Auto ab. Können sie alle vorbeifahren? Alter, dann fahr! Ich müsste den Boxenfunk mal lauter stellen. Habe ich schon vor ein paar Parts versprochen und kam noch nicht dazu, oder hab's immer wieder vergessen. Das Problem ist, wie soll ich denn meine frischen, weichen Räder jetzt bitte umsetzen, wenn ich überrundet bin und praktisch permanent blaue Flaggen krieg, wenn ich an so einem Idioten da vorbeifahre? Ich müsste ja erstmal in Paris vorbei dürfen und können, um überhaupt in die Schlagdistanz von Kobayashi zu kommen. Auf dem letzten gestartet, auf dem letzten komme ich ins Ziel. Ist einfach nur Kampfgeist, dass ich zu Ende fahre, in der Hoffnung, dass nur was Großes passiert. Wer ist denn vor mir? Der Eriksen? Kobayashi den überholt, oder was? Warum kann ich eigentlich kein DRS benutzen? Nicht so weit weg von dem Paris da vorne. Ja, so, jetzt werde ich schnell. Jetzt könnte ich abreißen. Jetzt könnte ich richtig abkassieren hier. Und jetzt sind das überrundete Autos, die mir da am Weg stehen. Ja, 1:20:1. Jetzt fahre ich so. Die Zeiten, die ich bräuchte, um nach vorne zu kommen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch Paris voller Euphorie und Enthusiasmus hinten drauf fahre. Ja, boah, Paris! Wo soll ich denn hin? Der geht da voll in die Eisen. Boah! Ja, jetzt krieg ich wieder die scheiß blauen Flaggen gezeigt.
Wie soll ich denn da fahren können? Ja, ich muss ihn ja vorbeilassen. Ich habe ja keine Chance. Ey! Wie weit soll ich noch rüberfahren? Fliege ich noch in die Mauer? Weil ich Paris Platz lassen will. Boah, wie ich Monaco hasse, ohne Witz. Danke. Ja, auf Paris, fahr! Zehnter werde ich nicht, der Zehnte ist vor mir. Ja, einfach zu schnell in die Kurven fahren bringt nichts. Ich muss langsamer in die Kurven fahren. Ja. Wenn man nicht immer in der Stoßstange von irgendeinem Auto hängen wird, könnte man vielleicht echt noch nach vorne kommen. Aber das ist Monaco, so wie man es kennt. Und auf der Geraden, da machen sie mich dann nass. So, beim Anbremsen muss ich leider vorher bremsen, sonst fahre ich hinten rein. War nichts gegen Paris, aber der ist eindeutig langsamer als ich. Da nicht Abstand nehmen und meinen Rhythmus fahren, knallt's und mein Frontflügel ist im Arsch. Ich bin ja auch schneller, ich habe ja auch einen Ferrari. Ich müsste eigentlich auch vor Paris liegen. Scheiß Qualifying und blöde zwei Fehler im Rennen und schon kannst du das Rennen abhaken. So, Hamilton ist im Ziel. Wir werden Kobayashi vermutlich nicht mehr kriegen. Und werden 21. Supi. Kobayashi ist auf Startziel und muss Autos vorbeilassen. Das reicht aber nicht mehr. Wir hätten noch 1-2 Runden länger gebraucht. Dann hätten wir Kobayashi auch noch gekriegt. Ja, ist blöd gelaufen, was willst du machen, ist halt so. Kann du machen nix, musst du gucken zu, wenn es schlecht läuft, läuft schlecht, Monaco lief schlecht. Training war super, Qualifying im Regen war beschissen, Startposition Platz 22 war ganz schlecht, dann noch 2 Dreher, da kann ich noch so schnell fahren mit einer 1,20, 1,78. Das wäre definitiv Fernando Alonso Niveau gewesen, aber keine Chance, plus eine Runde, 21. Ich habe gar nicht geguckt, ich weiß, wer gewonnen hat. Es interessiert mich alles nicht. Ich bin so frustriert gerade von dem Rennen. Es war ein Abspulen von 20 Runden, um dann hier den Kopf zu schütteln und zu sagen, alles scheiße lief nicht. Komm vor, Monaco eben. Ich bin schon froh, dass ich durchgefahren bin, ohne disqualifiziert zu werden und mit nur, ich weiß gar nicht, so wenig Frontflügel habe ich, glaube ich, noch nie in Monaco verbraucht wie dieses Rennwochenende.
Zwar, glaube ich, einer im Training, einer im Qualifying und einer im Rennen, oder? Wir werden immer besser. Nächstes Jahr, Leute. Ich weiß auch nicht. So, wie geht's der Spaß hier weiter? Wir sind in Montreal. Das ist eine Lieblingsstrecke von mir. Und die mag mich auch. Die hat Bösbums, schöne lange Geraden, ganz schön Geschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit ist da wieder 320 km/h. Da sieht man daran, dass das eine richtig schöne Highspeed-Strecke ist, also wenig Flügel. Dort wird die Zeit gut gemacht. Und wir haben einen Platz gewonnen, na immerhin. Und hier haben wir total abgelost. Aber sowas von total abgelost. Was soll ich sagen? Es ist zum Mäusemecken. Ich freue mich auf Kanada. Das sehen wir dann im nächsten Rennen. Und das ist erst das 7. Rennen von 19 Stück, die es hier in dieser Saison gibt. Und wir haben noch Chancen. Noch sind wir ja nicht so weit weg. Wenn wir Kanada gewinnen können, können wir feiern. Das wäre doch mal was. Irgendwie ein Sieg in Kanada oder ein Sieg in Österreich oder ein Sieg in England oder ein Sieg in Deutschland. Oder ja, das wär's doch mal. Ich bin mal gespannt. Also wenn ich schon so gut durch Monaco komme und eine 1,20 ist in Monaco gut und nur drei Flügel ist in Monaco für mich auch gut, müsste eigentlich Kanada, da müsste richtig was gehen. Ich bin mal gespannt, was in Kanada geht. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye-bye.